für freie medizinische Selbstbestimmung einsetzt. Und wir waren gestern bei dem Demonstrationszug mit einem großen Auflieger-LKW da, Wagen Nummer 4, und standen direkt vor dem Gesundheitsamt. Ich wollte euch einmal schildern, weil mein Vorredner gerade gesprochen hat, sich bei der Polizei entschuldigt hat. Für den gestrigen Tag muss sich allerdings die Polizei bei uns entschuldigen. Ich rede nicht von den vielen Kollegen, ja, die hier im einfachen Dienst unterwegs sind und auf dem Knöpfchen ins Ohr ihre Befehle zugeraunt bekommen, sondern ich rede von den Strippenziehern, ich rede von den Einsatzleitern und den entsprechenden Gruppenleitern. Warum? Was war gestern passiert? Ich möchte das einmal kurz berichten. Während heute die Medien schreiben, wir sind schon 35.000 statt 2 Millionen, nicht schlecht, ja? Langsam nähern Sie sich ja der Wahrheit an, ja? In kleinen Schritten nähern Sie sich der Wahrheit an. Ja, und die Bild-Zeitung hat ja auch schon mal geschrieben, dass es nicht so gut ist, diese Demonstrationen zu verbieten. Also man nähert sich uns an. Gut, Scherz beiseite, gestern war es nämlich nicht so witzig. Gestern lief es so ab, dass wir von unserem LKW raus verkündet haben, hey, wir haben super Auflagen, keine Maskenpflicht, nur Abstand halten. Nur die Straße war so voll, dass es schwierig war, Abstand zu halten. Und wir haben anderthalb Stunden auf die Leute eingeredet und gesagt, haltet Abstand. Und die Leute haben, sofern es möglich war, Abstand gehalten. Die haben gesagt, geht in die Straßen. Was hat die Polizei gemacht? Die Leute, die in die Seitenstraßen gegangen sind, nicht mehr zurück auf die Demonstration gelassen. Es gab kein Vor, es gab kein Zurück. Wir sind also in eine Zwickmühle gebracht worden, in der man uns zwei Stunden lang hat schmoren lassen, um dann zu erklären, die Veranstaltung ist beendet. Das ist nicht demokratisch, nachdem zunächst das Verwaltungsgericht und dann auch noch das Oberverwaltungsgericht Berlin diese Demonstration zugelassen hat. Das ist reine Schikane von Seiten der Exekutive gewesen. Reine Schikane. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt. Und das ist der wahrhaft historische Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Ich bin Musiker. Ich hatte einen wunderschönen Song geschrieben.